Zuschauer, heute sind wir wieder zu Gast bei Frau Webers. Spiel und Spaß, Bruder. Erotikessen, so war. Aphrodisieren. Ja, dafür habe ich dir extra einen bekannten Star-Fotografisten eingeladen heute. So, also haben wir schon seine Finger. Ja. Warte mal, wir gucken hier, wo der Apparat steht hier. Ah, ein Auge. So, noch ein Foto. So, was ist denn das dort auf dem Teller, bitte? Ich nehme an, es handelt sich um Linsen mit gratiniertem Schafkäse. So, so. Meiner ersten Beobachtung nach. So, so, nicht, dass der Leser, der Zuschauer denkt, das wäre jetzt hier der teuerste Kaviar, den wir so bekommen. Ah, ist es aber, glaube ich. So. Ja, wenn ich nochmal ein bisschen näher dran gehen. So. Wunderbar. Habe ich jetzt hier im Sucher, ja. Wie war noch der Name? Fritz. Herr Fritz, guten Morgen. Guten Morgen. Das reicht doch eigentlich dann auch als Film, oder nicht? Frau Weber, nur mal nicht so vorlaut hier, oder was? Frau Weber braucht nochmal Aufgabe. Ich brauche eine Aufgabe. Frau Weber, heute mal ganz anders im Einsatz, oder was? Yes. Was ist denn das für ein Gerät? Ich weiß nicht, was ist das für ein Gerät? Wie nennt sich das? Das ist ein Aufheller. Ein Aufheller? Ah, ich dachte, das wäre da später für den Backofen vielleicht ein Sonnenreflektor, ha? Wenn der Backofen ausfällt, kann man damit Sonne umleiten, genau. Dann kann man das haben wir doch schon versucht. Nudel aufmachen. Wir lachen da. Ja, Frau Weber lacht. Ein bisschen hysterisch. Frau Weber lacht. Alles. Spezialerotik. Komponente. Spezialerotik. Alles. Na klar. So, Frau Weber, worin besteht nur die spezielle Wirkung dieser Mahlzeit? Ich habe es ja eben, wie gesagt, wie ich gerade schon offline sagte, nur in den einzelnen Komponenten gegessen. Zusammen war es wohl lecker, oder? Sagte man gestern. Ja, es wurde hoch. Und der Erfolg blieb nicht aus, oder? Nein. Ändert sich schon etwas in Ihrem ästhetischen Verhalten? In was für ein Verhalten? Ich bin destruktiv, wenn du das meinst. Die Spezialerotik kommt gleich. Mit Kaviar serviert. Ja, der Herr ist hier ein Abkömmling von der Fachhochschule Dortmund. So. Oh, wir müssen offiziell hier aufrecht sitzen. Ich mache hier ein Praktikum. Bisher habe ich gelernt, Geschirr zu spülen und Kartoffeln zu schälen. Nee, ich meine, ob Sie jetzt schon eine gewisse Erotik verspüren. Nun ja. Doch. Mir wird es also ganz wohlig. Schau ich mal raus, ob da ein geeignetes Objekt ist irgendwo gerade. Ja, die Feige ist ja rein optisch ein recht erotisches. Ein sinnliches. Definitiv sinnlich. Alter, Frau Weber ist hier kein Verlockungsobjekt. Gerade da, weißt du? Sie rennt weg. Oh Mann! Der Ballhausinfekt.